Hallo, meine zauberhaften Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zum Tagesenergie, zur Tagesenergie für den 21.09.2024, ihr Lieben. Ich habe gerade gedacht, ich habe was vergessen. Naja, ich habe noch vieles zu sagen, dass eine Allgemeinbelegung ist, dass ich die Karten so liegen lasse, wie sie in der Regel rausfallen, dass ich immer von der Frau auf einen Herrn schaue und so weiter und so fort. Wisst ihr alles mittlerweile? So, wir schauen mal. Die Sechs der Kelche ist die Vergangenheit. Wir haben die drei der Münzen und die Königin der Kelche. Jetzt muss man ganz kurz zählen. Vier, vier, okay. Der Ritter der Schwerter, der König der Stäbe, der Eremit. Und die vier der Stäbe, der Ritter der Münzen, die Hohepriesterin, das Ass der Kelche und die drei der Schwerter. Okay, ich soll es ganz anders machen, ich soll sie ganz weit auseinanderlegen. Ihr wisst, ich lasse mich führen. Und ich weiß nie, wie meine Legungen aussehen. Ich weiß es einfach nie. Und ich finde das großartig. So ist jede Legung auch ganz individuell und ganz anders. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, nächster Schritt. Was mir hier ganz deutlich reinkommt, ist, dass die Vergangenheit in der Vergangenheit liegt. Und das finde ich gerade, es ist so, die Karte der Purzeln, ja, die Kelche. Die Kelche stehen für die Gefühle. Ein Kelch steht aber fest. Und das ist dein Fundament. Das ist das, wo du herkommst. Und alles andere, was hier mit deiner Vergangenheit zu tun hat, das purzelt jetzt mal gerade so in deinem Leben hin und her. Was du aber fest im Griff hast, das ist das Fundament, was dich aus deiner Vergangenheit bis heute hierher gebracht hat. Wir haben den Ritter der Schwerter und den Ritter der Münzen. Ihr wisst, es ist meine Geschichte, ihr Lieben. Hier geht es um zwei Personen, die sie irgendwann mal Kontakt hatten, vielleicht in einem früheren Leben, vielleicht in diesem Leben, und die sich jetzt wieder treffen. Und du musst nicht dabei sein und es muss nicht um die romantische Liebe gehen. Das heißt, hier geht es um den Ritter. Die Ritter, die schützen sich von oben bis unten. Die sind total eingerostet, hätte ich jetzt gesagt. Aber genau das ist es. Ihr wisst, ja, ich soll es ja sagen. Das heißt, dieser Ritter hier, der ist auch gleichzeitig der Ritter der Münzen. Hier kommt jemand, der sich dass der Schutz komplett ihn umhüllt. Und er kommt mit einem Schwert und er hält das Schwert in Richtung Orakel. Und es ist so, dass er in Kampfbereitschaft ist. Er bringt aber auch die Sicherheit. Ich habe das Gefühl, er purzelt hier aus der Vergangenheit mit seiner ganzen Wut. Dass hier er sein Leben vielleicht damals in irgendwelche Bahnen richten musste und du hast es gar nicht mitbekommen. Du hast rumgetrieben, bist gegangen. Irgendetwas ist mit diesem Ritter der Schwerter und mit dem Ritter der Münzen, der dann in die Sicherheit kam, passiert. Hier, das ist genau die Karte, die dafür steht, dass er in dieser Kampfbereitschaft ist, in dieser Kampfbereitschaft ist, dass er auch mit dieser Energie auf dich zukommt. Vielleicht erstmal nicht, vielleicht ist die Freude groß, dich zu sehen, aber dann packt er das aus. Aber ganz wichtig, er ist trotzdem in seine Sicherheit gekommen, in seine Festigkeit, in seine Bodenständigkeit. Die Münzenergien sind die Erdenergien, das sind die langsamsten Energien. Wir haben hier mit dem Schwert die Luft, aber insgesamt habe ich hier schon diese Kombi, die wirklich sehr gut ist, miteinander, weil diese Energie holt ihn wieder runter und diese Energie holt ihn ein bisschen hoch. Im Jetzt. Im Jetzt haben wir hier diese Lernaufgabe. Die Lernaufgabe ist auch die Teamarbeit. Es ist die, hier hat jemand was gelernt. Entweder er oder du wirst jetzt etwas lernen, weil aus der Vergangenheit was in dein Leben purzelt. Und hier haben wir den König der Stäbe und der Eremit. Der Eremit gibt dir das Licht. Der König der Stäbe, es handelt sich alles, geht alles um eine und dieselbe Person. Der König der Stäbe hat das Licht in seinem Herzen gefunden. Wir können auch das hier, das gehört zusammen.
Können wir auch so legen. Er hat das Licht in seinem Herzen gefunden und er hat es angepackt. Er hat etwas daraus gemacht. Und das bringt er dir jetzt. Du bist die Hohepriesterin. Du bist aber auch für ihn im Moment noch schwarz-weiß. Voller Wut und trotzdem voller Liebe. Voller Wut und trotzdem voller Bodenständigkeit. Das Ass der Kelche ist aber wirklich was, was er dir reicht, indem er hier sagt, die Asse stehen immer für die Chancen, sind die Eins, der Neubeginn. Ich gebe dir hier, ich reiche dir meine Gefühle, weil ich sie erkannt habe, weil ich daraus gelernt habe und ich möchte sie dir reichen. Diese Hand ist die Hand des Königs der Stäbe, des Ritters der Schwerter und des Ritters der Münzen. Und jetzt kommst du. Im nächsten Schritt ist nämlich hier die Königin der Kelche. Und das bist du, weil du entweder den Kelch annimmst, das ist der Kelch, der hier das Fundament bildet. Das heißt, er reicht dir auch das Fundament und das nimmst du vielleicht an. Oder du bist die hochempathische hier, die Hohepriesterin ist auch diese hochempathische, diese hochspirituelle. Ich habe hier ganz viel Spiritualität. Und das liebst du. Und das ist das, was hier dich ausmacht, was dein Fundament ist. Wir haben hier mit den vier der Stäben, das ist die vier Säulen eines Hauses, das ist das Fundament, das Richtfest. Und hier geht es ganz klar darum, dass mit den vier Stäben ein neues Fundament gemacht wird, weil er etwas bringt, etwas erkannt hat und weil du entweder den Kelch angenommen hast oder sowieso in der Energie der Kelche bist. Und dass hier diese drei der Schwerter, das ist die Energie, die er dir mitgebracht hat, die er dir mitgeteilt hat und insofern gehört sie auch hier in deine Reihe. Es ist aber etwas und wir sind komplett in Schieflage. Diese Energie arbeitet und sie arbeitet so intensiv, dass die Schwerter rausfallen und ich sehe das Herz ohne Schwerter. Ihr wisst, ich arbeite mit Visionen und in meiner Vision ist in diesem Herz nicht ein Schwert. Die fünf der Stäbe, das ist die Karte des Kampfes. Und hier ist doch komplett alles geordnet. Und nicht nur das, die Wolken gehen raus und jeder Stab ist fruchtbar. Das ist das Ergebnis aus dieser Kampfsituation, aus dieser Situation, die er hier mitbringt. Einen kleinen Schluck Kaffee. Und los geht's. Wir nehmen da drauf jetzt die Kipperkarten von Christefania. Es gibt in dieser Woche hier nur zwei Kartendecks. Und welche das sind, entscheide ich immer aus dem Bauch raus. Habt ihr gemerkt, dass sich meine Orakel verändern? Klar, habt ihr das gemerkt. Ihr schaut ja jeden Tag rein. Und ich danke euch von Herzen dafür, ihr Lieben. Was haben wir denn hier? Das ist die Herzmitte. Das ist seine Herzmitte. Aber da bist du auch drin. Und wir schauen mal rein. Und da kommt das Gespräch rein. Ist das nicht schön? Das ist die Karte der Kommunikation. Und hier gibt es eine Kommunikation zwischen dem König der Stäbe und der Hohenpriesterin, die Licht ins Dunkle bringt. Das ist so eine brillante Karte an dieser Stelle. Wir haben hier die Entscheidung in der Vergangenheit. Auf dem Ritter der Schwerter haben wir den reichen, guten Herrn. Und auf dem Ritter der Münzen haben wir das Wohnzimmer. Es gab hier von diesem, der reich gute Herr ist gleichzeitig hier dieser Ritter. Der hat in seinem Inneren diese Entscheidung getroffen, diese Entscheidung, jetzt aus der Erde in die Luft zu gehen. Also nicht diese Wut zu spüren, sondern rauszukommen aus seiner Bodenständigkeit, rauszukommen aus seinem Trott. Das ist in seinem Inneren passiert. Und schau mal, du bist als Bild in einem Bilderrahmen in seinem Inneren, in seinem Unterbewusstsein. Ich soll ganz klar sagen, dass das hier seine Legung ist.
Du bist in seinem Unterbewusstsein und du bist auch hier in der Vergangenheit schon. Und er möchte dich jetzt rausholen. Siehst du hier die Hand, die kommt hier aus dem Bilderrahmen raus und er möchte gerne dich rausholen. Und du bist aber auch in seinem Unterbewusstsein. Und im nächsten Schritt bist du in seinem Bewusstsein. Auf die Lernaufgabe haben wir hier die trüben Gedanken. Die trüben Gedanken, die waren wichtig, daraus zu lernen, die Entscheidung zu treffen. In der Vergangenheit hat er die Entscheidung getroffen, ihr Lieben. Und was haben wir jetzt noch hier? Der Königin der Kelche ist Stress und Angst und Stress. Dann haben wir hier den guten Herrn. Und wir haben die gute Dame. Ja, das ist ein wundervolles Ergebnis. Ein Ergebnis, weil hier ist das Fundament, was neu gebaut wird. Und ich sehe immer noch nicht ein Schwert. Nein, ich muss es anders formulieren. Ihr wisst, nicht, nie, keines ist, wird oben nicht so gut gehört. Es ist nicht so, dass es gar nicht gehört wird, aber nicht so gut. Das heißt, ich sehe hier ein Herz ganz rein, ein reines Herz, ganz ohne Schwerter. Jetzt habe ich es doch gesagt. Aus dem Fundament heraus. Er ist derjenige, der hier dir die Angst und den Stress auch nehmen kann. Deine Gefühle musst du jetzt erstmal hier sortieren, weil das ist gar nicht so einfach. Das ist schon ein richtiges Ding, was er hier bringt. Und du wirst es erstmal in diesen. Du wirst es erstmal nicht überblicken können, was das alles auch ausgemacht hat. Und wieder sehe ich hier, dass hier diese Wolken, dass diese Person aus diesen Wolken kommt. Das heißt, im Grunde ist das hier die Karte, die euch teilt. Bei ihm ist die Entscheidung schon gefallen und du bist hier mit deinem Gesicht noch in den Wolken und kannst das alles noch nicht sehen und erfassen. Das Ergebnis kannst du nicht sehen und erfassen. Dann haben wir hier die Stabilität und ich sehe hier vier Stäbe, vier, zwei für ihn, zwei für dich. Diese Karte hier beinhaltet den Neuanfang für euch beide und ihr öffnet euer Buch. Und selbst wenn ihr jetzt da draußen diese Schwerter noch seht, dann wird darüber gesprochen. Das ist mit die wichtigste Karte, weil sie im Kern des Herzens liegt, weil sie auf dem König der Stäbe und der Hohen Priesterin liegt. Ihr öffnet euer Buch, ihr öffnet es gemeinsam und es ist ein gemeinsames Buch, was hier weitergeht. Wir haben hier die Gedanken. Es sind nicht seine Gedanken und es sind nicht ihre Gedanken. Es sind die Gedanken, die sich hier transformieren. Wir haben hier ganz viele Schmetterlinge in diesem Stück. In diesem Ausschnitt von dieser Person ist es eine Person von diesem Körper. Ganz viele Schmetterlinge und ich sehe gerade diese goldenen Knöpfe. Und die goldenen Knöpfe sind bei mir in der Seelenerlösung ein ganz wichtiger Bestandteil, weil ich sie trenne, weil hier etwas ist, das man dir vormacht, dass es etwas Wichtiges, etwas Tolles, etwas Reines ist, aber es hält dich klein. Hier, diese goldenen Knöpfe gehen aber in die Transformation, sind in der Transformation, weil eben diese Energie des Kleinhaltens, des Gefühls oder des Mäntelchens, ist auch ein blauer Mantel, sehe ich gerade, ist mir noch nie aufgefallen, seht ihr mal. Und das kommt jetzt hier ins Fließen, im Kopf kommt es ins Fließen, weil diese Transformation vollendet ist, diese Schmetterlinge sind alle fertig. Hier ist nicht einer noch, der geschlüpft oder der, ja, man sieht es nicht so gut, weil ich ja den Zoom ausgestellt habe. Das hat ja ständig gezoomt. In jedem Fall ist das, was mit diesen goldenen Knöpfen verbunden wird und mit den Gedanken verbunden wird, transformiert, fertig. Es ist schon im Fließen. Ach, ihr Lieben, eine schöne Energie, um in diesen Tag zu gehen. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Macht es euch schön. Macht's gut. Ciao.